Hallo, meine Lieben, ich habe schon wieder dasselbe an. Ich drehe gerade alles zusammen. Und zwar geht es heute um mein neues Update-Video, denn ich bin jetzt 4 Monate in den USA. Was ganz schön krass ist. Wo fange ich an? Es ist viel passiert. Was ist passiert seit den letzten 2 Monaten? Ich habe hier ein 2-Monats-Update gemacht. Es hat sich viel getan. Es hat sich wirklich viel getan. Also es ist irgendwie. Nach diesen 2 Monaten, wo es mir einfach perfekt ging, wo alles super war und so, hatte ich eine Phase, wo es mir nicht mehr so gut ging. Und das kann man genau mit diesen Symptomen, die wir für Kulturschock bekommen haben, abgleichen. Und Kulturschock klingt für mich, als würde ich von der Kultur geschockt werden. Kulturschock hat aber leider, oder was heißt leider, hat allerdings nichts mit der Kultur in dem Sinne zu tun, sondern einfach nur, dass man in so eine Phase kommt, in so ein Loch geworfen wird, so. So, nach dem Motto, man ist in der Routine und denkt sich so, ja, und jetzt? Habe ich alles gesehen im Ort? Ist alles normal? Ich habe hier meine Freunde und was jetzt? Was mache ich als nächstes so ungefähr? Und in diesem Loch war ich wirklich drin. Ich hatte wirklich diese Symptome, dieses, dass man plötzlich wegen nichts weint, obwohl nichts passiert ist, man nur, oder dass man plötzlich, also ich habe nie Heimweh, dass ich sage, ich möchte nach Hause. Aber manchmal habe ich das in dem Sinne, dass ich mir denke, ich hätte gerne mal wieder meine Familie bei mir. Oder ich würde gerne mal wieder für eine Woche nach Hause. Einfach nur mal wieder in meinem Zimmer sitzen. Einfach mal wieder sonntags mit meinen Eltern auf der Couch sitzen. Einfach mal wieder meine Familie umarmen. Und dieses, also ich hatte das jetzt eine Weile, dass es mir so, also ich hatte das jetzt so 2 Wochen, dass es mir wirklich nicht so toll ging in dem Sinne, dass ich einfach so in der Routine steckte und keine Lust hatte zu arbeiten und ich war K.O. und so. Aber jetzt gerade bin ich wieder an dem Punkt, dass es mir einfach nicht besser gehen könnte. Es ist einfach gerade alles genial. Ich habe so viele Sachen, auf die ich mich freuen kann. Es kommen so viele Sachen auf mich zu. Heute gehe ich zum College-Football-Spiel, wozu ihr das Video schon gesehen habt. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, in der Infobox. Worauf ich mich so krass freue. Nächste Woche ist Thanksgiving, es ist Black Friday. Meine beste Freundin kommt mich aus Deutschland besuchen. Und wir fliegen nach Florida und wir sind ganz viele Tage in New York City, wo wir dann auch dort schlafen werden. Und danach kommt Weihnachten, Silvester, meine Kiddies haben alle Geburtstag. Ich habe Tickets für Justin Bieber, für die Purpose World Tour und ich könnte mich nicht mehr freuen. Ich habe Tickets für Madison Square Garden, für das Brooklyn-Konzert und für das Connecticut-Konzert und ich habe eine Menge Kohle dafür hingelegt, aber ich freue mich so extremst darauf. Ich bin dabei regelmäßig Tagebuch zu schreiben, was ich echt gut finde. Also mindestens 2-mal die Woche schreibe ich rein. Einfach auch so kleine Alltagsstories, einfach damit ich mich später wieder dran erinnern kann und das finde ich einfach super. Seit 2 Wochen gehe ich jeden Tag ins Gym und ich bin so stolz, weil ich der unsportlichste Mensch der Welt bin. Aber ich bin so stolz, dass ich das jetzt gerade hinkriege, weil ich so meine Essens- und Sportroutine jetzt langsam wirklich richtig, also eine gesunde Essens- und Sportroutine, langsam wirklich finde und das hat mir mega gefehlt. Und seitdem habe ich viel mehr Energie, mir geht es viel besser und die Arbeit macht mir so viel Spaß im Moment. Ich merke, dass mein Kleiner irgendwie total anhänglich wird im Moment. Er hat mir vorher nie Küsschen oder so gegeben. Das hat er nie gemacht, weil meine Jungs sind einfach die überhaupt nicht emotional anhänglich oder irgendwas. Also sie haben mich natürlich mega lieb und so, aber sie sagen sowas nicht. Und so, und mein Kleiner fängt an, sowas wirklich zu sagen. Er hat mir Marmelade aus der Schule mitgebracht und hat gesagt, keiner darf die essen außer ich und so. Und mit meiner Gastfamilie verstehe ich mich einfach extremst gut. Die freuen sich extremst für mich, wegen dieser ganzen Justin Bieber-Ticket-Sachen. Die freuen sich so sehr für mich und wollen immer, dass ich alles hier erlebe, was irgendwie geht. Und ich mache mit denen einige Sachen zusammen. An Thanksgiving kann ich auch was kochen und auch mitbringen. Und werde im Moment einfach wirklich richtig in die Familie mit reingenommen. Und ich habe von außenstehenden Personen gehört, was meine Gastmutter zu anderen erzählt über mich. Und es ist einfach so schön, sowas zu hören. Und mir geht's einfach super. Also mir geht's wirklich im Moment genial. Und ich Skype relativ oft mit meiner Familie mittlerweile. Ich merke, dass ich sie vermisse, aber ich liebe es einfach nur mit denen zu reden oder denen Sprachnachrichten zu machen oder Bilder zu schicken und was zurückzubekommen. Und ich freue mich einfach über jede kleine
Kommunikation, die ich nach Hause habe. Und das macht mich glücklich. Es macht mich nicht traurig, sondern es macht mich glücklich, jede Nachricht und jedes Skype-Date und so. Ich habe von meinen Nachbarn die Gitarre geliehen bekommen, was ich mega cool finde, weil ich spiele gern Gitarre. Was gab es noch in den letzten 2 Monaten? Es war Halloween. Halloween, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Das war auch mega cool. Es war richtig amerikanisch, richtig riesig und so. Jetzt geht es hier schon mit Weihnachten los. Thanksgiving kommt natürlich, aber Weihnachten ist extremst. Ich gucke mal eben in mein Tagebuch, was noch so passiert ist. Ich weiß nicht mehr, wann ich mein Update gemacht habe. Ende September, glaube ich. Eine weitere Info-Neuigkeit ist, dass ich meinen Connecticut-Führerschein habe, was ich mega cool finde. Ich brauche den nicht unbedingt, der internationale reicht, aber meine Gastfamilie bekommt Rabatt auf die Versicherung, über die ich aufs ihr Auto versichert bin. Deswegen habe ich den gemacht und ich finde es einfach auch cool, den zu haben, weil ich mich jetzt so richtig amerikanisch fühle. Es war allerdings krass, der Akt, den zu bekommen. Also ich musste 4 Stunden lang in diesem Gebäude sitzen und warten und kam auch 2 Stunden zu spät für meine Arbeit, aber meine Gastmutter meinte, nein, nein, du machst das ja für uns, deswegen ist alles okay, aber trotzdem, das war ein bisschen blöd. Dann weitere Neuigkeiten sind, dass ich beim College war. Ich habe meinen ersten College-Class hinter mir. Dazu habe ich auch ein Video, das ist auch in der Infobox verlinkt. Es war mega cool, es hat Spaß gemacht und so. Es war jetzt nicht so der Hammerkurs oder so, aber war ganz cool, das mal zu erleben. Dann Justin Biebers Album ist rausgekommen, The Purpose ist rausgekommen und ich feiere dieses Album so extrem. Es ist so genial. In meinem neuen Favorite-Video, was nächsten Monat kommt, werdet ihr auf jeden Fall kleine Singeinlagen von mir wieder hören. Ich höre dieses Album auf Repeat, es ist richtig geil. Und ich dachte mir, das packe ich auch ins Update-Video, weil das ein großer Tag für mich war, als das Album rauskam. Dann habe ich einen YouNow-Account, dazu findet ihr auch alle Infos in der Infobox. Ich habe dazu nämlich auch ein kleines Ankündigungsvideo gemacht und ich streame regelmäßig und das macht mir mega viel Spaß. Und ich mache das sehr oft in meiner Freizeit, weil ich manchmal halt nur 1 Stunde Pause habe nachmittags. Und da lohnt es sich nicht, irgendwo hinzufahren oder so, weil allein die Fahrt schon die Hälfte der Pause wegnimmt. Und deswegen streame ich dann manchmal und ihr könnt mich da begleiten. Nicht begleiten, ihr könnt da join me. Ihr wisst ja. Es macht mir auf jeden Fall extrem viel Spaß, mich einfach nur hinzusetzen und ein bisschen mit euch zu quatschen. Und das ist immer so, als würde ich mich mit einer Freundin hinsetzen und einfach nur Erlebnisse erzählen. Und das macht mir mega viel Spaß und ich weiß nicht, wieso die da draußen gerade so laut sind. Hier ist immer irgendwer zugange. Meine Freunde hier habe ich definitiv gefunden, mit die Leute, mit denen ich abhänge. Ich mache größtenteils leider etwas mit Deutschen. Ich liebe meine deutschen Freundinnen natürlich, aber ich finde es schade, weil man so viel Deutsch redet. Also im Moment rede ich richtig, richtig viel Deutsch. Und das finde ich richtig schade. Und ich muss das ein bisschen versuchen wieder zu ändern und ein bisschen mehr mit anderen Au-pairs auch abhängen. Aber ich habe hier echt tolle Freunde gefunden bisher und bin hier super happy. Natürlich vermisse ich meine Freunde aus Deutschland, an euch. Ich habe euch so lieb. Eine meiner Freundinnen kommt mich wie gesagt besuchen und ich freue mich da extremst drauf. Es wird so genial, weil ich habe so das Gefühl, ich habe mein Leben in Deutschland, ich habe mein Leben hier und es gibt nichts, einfach gar nichts, was beides verbindet. Und es gibt keine einzige Person, die beide Leben wirklich kennt. Natürlich kann ich Dinge erzählen, Sprachnachrichten machen, skypen, aber man stellt sich, also die Leute, denen man Erlebnisse erzählt, stellen sich sowas ja nie exakt 100% vor, wie es wirklich ist. Oder kennen 100% meinen Tagesablauf oder kennen 100% die Atmosphäre, das Gefühl, was man hat in meinem Haus oder einfach in meiner Familie oder einfach in meinem Ort. Keiner kennt das zu 100%, kennt das nur von meinen Erzählungen. Und ich finde das so genial, endlich so eine, ich habe zu ihr gesagt, sie ist sozusagen meine Verbindung. Das klingt extremst komisch, aber das sind so Gedanken von mir irgendwie. Keiner kennt beide Leben komplett und endlich habe ich etwas, also sie ist dann diejenige, die endlich mal ein Stück von beidem kennt. Und dann weiß ich nicht, kann sie noch mal meinen Eltern zu Hause alles aus einer Zweitperspektive erzählen, weil keiner in Deutschland kennt die Sachen aus einer Zweitperspektive, die ich hier erzähle. Und viele Dinge sind für mich mittlerweile normal und selbstverständlich, die für andere vielleicht wow, typisch amerikanisch oder halt einfach nur besonders oder anders sind. Und sowas fällt mir nicht mehr auf und dann finde ich es schön, wenn ich jemanden hier habe, der endlich mal ein bisschen von meinem Leben hier mitbekommt. Zum Geld sparen muss ich sagen, dadurch, dass mich meine Freundin besuchen kommt, dadurch, dass Justin jetzt auf Tour geht, dadurch, dass tausend
Sportspiele und Sachen anstehen und so, geht einfach das Geld flöten wie was weiß ich. Also das ist so schnell weg. Und ich habe gedacht, dass ich schon einiges für einen Reisemonat angespart hatte, aber dadurch, dass ich jetzt so viel mache, keine Chance. Ich muss sozusagen, sobald meine Freundin weg ist und sobald die Geburtstage der Kiddies und Weihnachten und alles hinter mir ist, kann ich endlich mal anfangen, wirklich richtig krass zu sparen. Und ich habe jetzt schon krass gespart für diesen Urlaub und weil der uns wirklich viel Geld kostet. Aber ich freue mich extrem darauf, es ist auf jeden Fall wert. Und ich werde euch natürlich mitnehmen, ich filme alles, wenn sie kommt, weil wir ziemlich viel erleben werden. Wir haben Tickets für so viele coole Sachen und wir fliegen an so coole Orte und ich nehme euch natürlich mit. Und es kommen regelmäßig Videos und ja, ich hoffe, euch hat dieses Update-Video mal wieder gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, denn das interessiert mich immer sehr, weil ich bin so eine Person, ich gucke Videos fast nie zum Ende. Und dann freue ich mich immer, wenn ich höre, dass das Leute doch machen, dass es wirklich a thing ist. Und ja, wie ihr merkt, mir geht es, glaube ich, sehr gut. Also im Moment, ich bin wirklich sehr happy. Ich habe so viele Dinge, auf die ich mich freuen kann und mir geht's gut. Das ist schön und viele Grüße an meine Freunde und meine Familie in Deutschland. Ich habe euch lieb. Ich vermisse euch. Aber mir geht's hier gut. Ich hätte euch gern bei mir. Ich will nicht nach Hause kommen, aber ich hätte euch gerne bei mir. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Video und gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!